Seit über 50 Monaten, das sind mehr als 4 Jahre, gab es am Botanischen Garten keinen Tarifvertrag. Dagegen wurde gekämpft. Und es war ein sehr langer und ein sehr harter Kampf. Die Chefinnen vom Botanischen Garten waren nicht gerade einfach, um gegen sie zu kämpfen. Und es gibt einen Tarifvertragsabschluss. Das heißt, die Kolleginnen vom Botanischen Garten haben ihren Kampf gewonnen. Wir haben jetzt über viele Monate hinweg gemeinsam uns mit den Kolleginnen solidarisiert. Der Botanische Garten gehört zur FU, weshalb gerade auch Studierende von der FU sich mit den Kolleginnen solidarisiert haben und auch andersrum. Und ja, wir haben etwas vorbereitet als Gratulation an euren Kampf. Genau, dafür wäre es natürlich wunderbar, wenn ihr alle vorkommen könntet. Da ganz hinten in der letzten Reihe haben sie sich versteckt, wer sie nicht kennt. Genau, was haben wir vorbereitet? Das schöne Transpi, was ich schon gesehen habe die ganze Zeit. Wir dachten uns, das letzte Soli-Transpi von uns, das hat eure Geschäftsführung ja zu Putzlappen verarbeitet. Und deswegen haben wir mal ein neues gemacht für euch, was ihr euch gerne, weiß nicht, ob ihr irgendwas habt, wo ihr es hinhängen könnt. Genau, sagt ihr. Ja, also herzlichen Dank für das Transpi und aber auch herzlichen Dank für die Solidarität, die uns während den 50 Monaten Arbeitskampf zuteil geworden ist. Wir waren ja einer der Arbeitskämpfe, die sich nicht nur, also sehr stark gewerkschaftlich unterstützt waren, durch eine sehr gute Gewerkschaftssekretärin auch, aber die darüber hinaus eben auch die Zusammenarbeit mit Gruppen nicht abgelehnt hat. Das heißt, es gab heute Mitveranstalter, ist ja glaube ich auch LaborNet, die waren Sachen veröffentlicht. Dann eben der RKJ und die Leute von Klasse gegen Klasse. Und ja, ich wollte einfach nochmal Danke sagen für diese großartige Unterstützung. Ohne euch hätten wir das auch nicht geschafft.